Also, Vivo 25, zweite Vivo an unserer Schule. Wir machen es die vorletzte Woche vor den Faschingsferien. Rahmenthema ist: Die Zukunft wird schön. Jede Lehrkraft überlegt sich was fürs Fach, so ein Themenfeld, in welche Richtung könnte es gehen, und erzählt euch das im Unterricht. Und dann sollen die Lehrkräfte in Taskcards da so ein paar Stichpunkte reintun, damit ihr einen Überblick habt. Und ihr werdet dann am 29.11. abstimmen, Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben, sodass wir dann für jeden was finden, und die Klassenleitung teilt es in Gruppen ein. Also immer 2 bis 4 Schüler, nicht zu groß, nicht zu klein, pro Lehrkraft und pro Fach. Und danach geht es dann weiter. Klassenübergreifende Teams sind grundsätzlich möglich. Ein bisschen komplex für uns, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann eine Vivo ist kein Referat, es soll ein bisschen tiefer gehen. Beim wissenschaftlichen Arbeiten geht man meistens von einer Forschungsfrage aus: Was will ich denn wissen? Und dann gehe ich als erstes in die Theorie: Was haben andere denn vor mir schon herausgefunden? Und dann kommt das Forschen bei Geschichte oder Germanistik mit eigenen alten Quellen, in Physik mit eigenen Daten, mit einem Experiment, eine Umfrage, irgendwas. Also ihr sollt ein bisschen forschen, wird nicht zu schlimm. Es ist keine Masterarbeit, es kriegt dahin. Es macht schon Spaß, genau. Und am Schluss wird das Ergebnis kritisch beurteilt: Habe ich jetzt die Forschungsfrage beantwortet, ja oder nein? Und dann präsentieren ist wichtig. Man erzählt, man macht es nicht alleine. Wissenschaft wird immer weitergegeben. Ja, also Beispiel: Wenn ich irgendwas recherchiere, dann sind so Zeitungen ganz gut. Bei Qualitätszeitungen hat man gute Wissenschaftsjournalistinnen, aber die zitieren, wenn es um Wissenschaft geht, meistens eine Originalstudie. Und da schaut er mal nach. Ja, also das ist so ein Beispiel, wie es tiefer gehen sollte in der Wissenschaft. Vorher auf das klicken. Oder es gibt Google Scholar, da kann man so Veröffentlichungen von Wissenschaftlern finden, aber da müsst ihr Detektiv spielen, da gibt es auch viel Blödsinn. Nur hier habe ich hier Fraunhofer, ist eine anerkannte Forschungsgesellschaft, also das könnte schon gut sein. Ja? Und weiter: Das Wikipedia ist für ein Referat gut, aber für die Wissenschaftswoche und W-Seminar geht er mal in die Quellen rein, die sind oft sehr gut. No, also Infos, ja, also nicht nur Internet, sondern auch Bibliothek, mal ein echtes Buch. Vielleicht könnt ihr auch ExpertInnen anfragen, Mail schreiben, kennt jemand. Echtes Experiment wäre toll, Beobachtung, Umfrage wäre toll. Also ihr müsst nicht alles machen, aber irgendwas ein bisschen witziger, wie nur bei einem Referat, das schnell gehen muss, wo ich nur ein paar Infos zusammen auf PowerPoint und weg. Ja, das muss einmal tiefer gehen. Ja, bevor es losgeht mit eurer Lehrkraft, besprecht ihr euch mal, und die Lehrkraft sollte euch Material geben. Vor allem recherchiert ihr selber, aber ihr sollt nicht bei Null anfangen müssen. Also ich habe eine Taskcard gemacht und ich habe vorher schon so mir überlegt, was könnte den Spaß machen. Also habe vorher schon die Richtung festgelegt, auch wenn es in der Woche erst losgeht. Wissenschaftsfreiheit heißt, ihr redet mit eurer Lehrkraft. Die Spielregeln sind in jedem Fach anders. Was ich hier sage, ist nur ein Vorschlag. Ja, für Kunst und für Germanistik hat man völlig verschiedenen Charakter. Jupp. Und Exkursionen sind möglich und wünschenswert. Es geht darum, hat die Lehrkraft Zeit, muss da zu viel vertreten werden, redet mit der Lehrkraft. Ich war mit meinen Leuten, habe noch Geografen mitgenommen bei so einem Kraftwerk, das war schön. Das hat frische Luft gegeben, war schön, war gut. Also Termin ist klar, Start Montag gemeinsam, dann arbeitet ihr am Freitag die Präsentation. Das ist so eine runde Geschichte, die Woche ist rum. Freiheit und Vertrauen, also im Zeugnis gibt es vorgeschrieben eine Bemerkung. Ja? Hat mit sehr großem Erfolg, sehr großem Engagement oder nur hat nur teilgenommen. Also wenn ihr kein Engagement zeigt, kann man euch nicht zwingen, aber wenn ihr regelmäßig da TikTok spielt während der Woche, ja mei, dann ist halt kein sehr großer Erfolg. Die Lehrkraft kann euch eine Note geben, wie eine Kurzarbeit oder so, redet. Das ist bei uns jetzt optional, das ist es freigestellt. Und Start und Ende hängt jetzt davon ab, ob ihr Nachmittagunterricht hättet. Wahrscheinlich kontrollieren wir Start und Ende schon. Dann habt ihr aber relativ viele Freiheiten dazwischen. Also Freiheit heißt, ihr engagiert euch und dann habt ihr Freiheit. Ja. Ich empfehle Meilensteine, aber das kann jede Lehrkraft selber machen. Also, dass ihr euch tief einlest und am Montag mal abgebt bei meinen Leuten: Ja, was habt ihr denn alles gelesen und was? Und dann erst am Dienstag die Forschungsfrage und dann wird erst geforscht. Und ich werde auch verlangen, dass man echte Quellen findet und so weiter. Aber das kann jede Lehrkraft machen, wie sie will. Und ja, euer Job ist, sucht euch was, was Spaß macht. Also wenn es euch langweilig ist, seid ihr selber schuld. Nach dem Abi geht es darum, dass ihr ein Studium findet, das euch interessiert. Ja, sonst ist schade. Und beim W-Seminar in der 12. geht es auch schon darum, findet was, was euch interessiert und Spaß macht. Ja, weil sonst habt ihr ein Jahr lang irgendwas, was Fades. Also darum überlegt einmal, welche Lehrkraft, welches Thema, welches Themenfeld, wo habe ich Lust, eine ganze Woche zu arbeiten. Ja, und ja, ist im Leben gut, wenn man weiß, wie sowas geht. Das ist ein Foto vom wissenschaftlichen Kongress.
Die haben da oft so Poster und dann reden die drüber und so wird es auch am Freitag ablaufen. Ihr habt ein Poster, ihr müsst aber kein Poster machen. Ihr könnt ein Video oder einen Vortrag oder Theater, alles erlaubt, ja, aber die meisten werden halt ein Poster zeigen. Und dann redet ihr, wir schicken euch ja 10 Klässler auf den Hals und 9 Klässler und ihr müsst ihnen erzählen, was ihr gemacht habt. Ja, wahrscheinlich hat jede Klasse ein Klassenzimmer und dann kommen die Gäste und ihr erzählt ihnen was. Also aufbauen, präsentieren, abbauen, das ist das Ende von dieser Wissenschaftswoche. Vor einer Wissenschaftswoche, ja, soll ich eure Fachlehrkräfte so ein bisschen was beibringen, wie funktioniert Wissenschaft, wie baut man es auf, Recherche, vielleicht Hammerzeit in die Bibliothek zu gehen, wie funktioniert korrektes Zitieren, das könnt ihr alles gut brauchen für die Wesimilarbeit, fürs später, digitale Werkzeuge, ihr könnt schon Word, aber wie macht man eine Online-Umfrage, wie macht man Poster, das soll kommen, Mathe, was ist Korrelation, Online-Umfrage, so Zeug, das braucht er, Empirik ist nämlich nicht Mathe, das braucht er überall, Psychologie und so weiter. Ja, also wie erkennt man Populismus, Verschwörungstheorien, wie kann man das unterscheiden von wissenschaftlichem Ding, Philosophie, alles vorher. Und dann kommt die Woche und dann kommt eine Umfrage und ich hoffe, es ist wie bei der Vivo 24, dass ihr, ja, dass er wie beim letzten Mal sagt, es hat Spaß gemacht. Das Wichtigste am wissenschaftlichen Arbeiten ist Neugierde, Engagement und es macht Freude. Nur so geht's. Und dann war es ein Erfolg. Dann ist gut.